Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Tolova 2 mit Epirus. Wir kämpfen jetzt nochmal gegen die Spanier. Und wir haben jetzt unsere 212. Im Rücken. Und ja, quasi als Unterstützungskraft. Ich werde mal versuchen, nur mit... meiner fetten Armee hier den zu besiegen. Sollte machbar sein. Auch wenn er einen Katapult hat. Der hat das eigentlich hier vorne stehen. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Das sind sogar solche, die fahren können. Und der hat drei Plänkler-Kavallerien. Das ist nicht so gut. Ist ein bisschen durcheinander, was er jetzt machen soll, ne? Der hat sich jetzt in... Er hat sich jetzt darauf fokussiert. Das ist interessant. Ist schon krass, die haben erst einen verloren. Okay, die haben jetzt drei verloren. Und schon bekommen die... okay, jetzt verlieren die viele. So, jetzt dreht er sich ein bisschen. Thank you.
Unser General wird angegriffen. Okay, das ist jetzt unpraktisch, dass er hier angreift. Das ist jetzt nicht praktisch. Das hat er schlau gemacht. Das hat er sehr gut gemacht. Vielleicht auch nicht so. Die müssen jetzt nur so lange aushalten, bis ich hier fertig bin. Beschäftigt. So, und jetzt sehen wir hier eine richtig, richtig geile Zange. Das sieht doch mal cool aus. Die haben wir jetzt auch. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Natürlich tut sie das. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Bogenschützen, Feuer! Obliegen bereit! Schneidet die Spürung! Bereit zum Einsatz! Liegen bereit! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, die ganzen Fernkämpfer hören jetzt mal auf. Wo ist der General? General ist schon tot. Vielleicht? Ja, ich glaube schon. Okay, dann räume ich die noch kurz auf. So, und fertig. So, 3-5 aufgestellt gegen 1-9, 600 verloren und 1008. Das war mal erfolgreich. Auch wenn er, ich finde, er hat sich richtig entschieden, dass er sich der neuen Bedrohung gestellt hat, weil da waren zwei oder drei Pikiniere, die sehr, genau, die waren sehr low, die hätte er sogar wirklich schaffen können, aber ja, dann hat er halt die komplette Flanke aufgemacht. Und das war nicht ganz so gut. Okay.
Warte, nee. Warte, nee. Das macht. So. So. Ja, es ist trotzdem gut. Okay. Uiuiui, was hat er denn hier? Ich besetze mal einfach. Bronze Schmelzofen, ja. So. Kommt der nach Hause? Ja, kommt er. Super. Da hast du einen verloren? Nee, du hast auch keinen verloren. Ja, yeah, so will ich das, so will ich das. Dich baue ich noch aus. Wie sieht's hier aus? Ah ja. Wie wär's mit ein bisschen. Hä? Habe ich dich nicht ausgebaut? Hier ein bisschen Luxus. Und hier gehen wir mal gegen Askaukalis. Ah, cool. Der hat nix da oben. Ein bisschen wenig, aber praktisch für mich. Und Bells mache ich als nächstes. Ich muss nur herausfinden, ob hier nicht doch eine Armee noch ist. So. Zum Glück habe ich daran jetzt nochmal gedacht. Ja, wie wäre es mit der Gymnasium? Brunnenhaus, Brunnenanlage. Ah, komm. Und Zisterne ist auch immer gut. Wie sieht's da aus? Ja, die produzieren noch. Ah, ja, stopp. Wolfpack bekommt nichts. Boyers blauäugiger Bob. Hä? Was war denn mit mir da verkehrt? Oh Gott, ja, die muss ich auch umbenennen. Blauäugiger Bob. Was hat mich denn da geritten? Okay, 212, da habe ich 501. Wolfpack. Die nächste Armee werde ich die Grüne Legion wieder. Spaniens Untergang, nee, das ist zu pubertär. Boyers blauäugiger Bob. Warte, wie heißen die denn eigentlich? Epidemie? Nee, Ebora Untersuchung. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Sorry. So. Du kommst. Was mache ich? Ich glaube, Philosoph. Was kann der denn? Angriffsbonus. Auf in die Schlacht. Okay, Nahkampfangriff. Und Moral ist immer ganz gut. Ah, den mache ich mal zum Philosophen. Eingebildete Ehefrau. Ja, weiß nicht, ob das so. 5 auf Kinder. Feindliche Agenten verletzen, das ist auch immer gut. So, dann nächste Mal. Erstmal trinken. Eure Generäle sind wie Söhne des Ares.
Wir ersuchen euch, sie gegen diese Niederträchtigen auszusenden. Ho, 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 ho. Uiuiui. Wenn ich gegen Pergamon. Also Pergamon ist halt schon richtig groß. Deren Angebot sind 8000. Okay, warte. Gegenangebot. Klintel. Oh, 11.000. Die Söhne des Ares. Alter, der muss ja verzweifelt sein. Okay. Ja. Wir freuen uns über eure Einwilligung. Okay, dann weiß ich schon, was auf uns zukommt. Shit. Da muss ich ein paar Armeen noch ausbauen. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Oh, Sklaven. Und zwar eine Fullstack-Armee von Sklaven. Interessant. Da schaffen wir dann doch einige Folgen noch, wenn wir gegen Pergamon bestehen wollen. Uiuiui. Dies ist ein Zeichen erreichter Einigung und weiteren kommenden Einigungen. Na, der will nicht gegen mich Krieg führen. Kann ich verstehen. Ich werde sein Untergang sein. Ui! Krass, die. Ui! Ui! Jetzt startet er eine fette Invasion in Makedonien. Okay, und die keltische Konföderation ist. Das Schwert wurde gezogen. Und ist jetzt blutbefleckt. Beendet diese Fehde. Das Schwert wurde gezogen. Nee. Ihr solltet mir Geld anbieten. Dann würde ich es mir überlegen, aber so. Warte jetzt. Oh. Was war das jetzt? Ich will jetzt nochmal kurz. Warte. Hier brauchen wir Armee, hier brauchen wir Konvertierung, hier brauchen wir was für die Bevölkerung. Ich will noch mal kurz schauen. Hier, der da. Sklaven. Das ist ja heftig. Das könnte cool sein für uns, wenn er die Sklaven hier die Stadt wieder. Tuldifurdum. Wenn die die Stadt einnehmen, dann können wir uns ausbreiten. Okay, warte, wo ist mein Spion da? Okay, da ist auch keine Armee. Wieso hat der so Bannerträgerinnen? Warte mal. Ich sehe hier keine. Ah, der. Trotzdem. Naja, egal. Der hat mich ja ziemlich. Naja, okay, 300. Der hat halt die Kavallerie wieder ziemlich schlecht eingesetzt. So. Verstärkung ist hier gerade wichtig. Euer blauäugiger Bob bekommt sowas. Forschungsrate. Genau, Nahkampfangriff gegen Barbaren, das ist gut. Du bekommst. Habe ich da nicht schon? Ich dachte, ich habe da schon. Hier lang. Hier noch ein Agent.
Öffentliche Ordnung. Ja. Okay, minus 25 ist halt doch ziemlich heftig. Kulturelle Unterschiede. Instabilität. Aber kulturelle Unterschiede werden jetzt bald auch ausgemacht. Hä? Wieso ist das eigentlich schon keltisch? Hellenistisch. Achso, wegen hier. Ja, okay. Was passiert hier gerade? Mit 10 wollen sie diese hier erobern, das schaffen die nicht. Warte, ich hole mir jetzt die Stadt. Und besetzt sie. Mache es zur zivilen. Ja. Hier mache ich ein Ding rein. Und wo ist Poseidon? Hier. Genau. Wieso sind da die Männer immer noch nicht? Ja, okay. So. Ich glaube, hier stelle ich auch nochmal eine Armee auf. Aber kein Vermächtnis. So, und zwar Alter. So, okay, dann königliche Garde, die sind heftig. Dann königliche Peltasten sind auch super. Und dann mache ich noch 3 Pikiniere. Krass. Krasse Armee. So. Gegen die will ich nicht kämpfen. Apropos. Wie sieht's denn hier aus? Wie viel? Ah, die mögen mich. Dann Königreich Imperium. Imperiumsstufe 5 brauchen wir. Wir haben gerade Imperiumsstufe. Okay, 4. Wir brauchen noch ein bisschen. Dich habe ich schon gemoved. Und hier unten, wie sieht's da aus? Ich könnte hier schon wieder angreifen, aber ich weiß nicht, wie die aussehen. Aber das mache ich jetzt. So. Ja, so gut sehen die auch nicht aus. Okay. Njam, 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 njam. Rang 6. Bald bist du Rang 6. Ah, das ist gut. Ja. So, wie sieht's bei dir aus? Du bist da und du gehst auch dahin. Nee. Nix tauschen. Ihr geht zusammen dahin und seid zusammen stark. So. Gut. Ich brauche jetzt auf jeden Fall sehr, sehr dringend hier die Schmiede. Brauche ich ja noch ewig. Rüstungsschmiede. Was erforsche ich gerade? Bienenzucht. Nee, 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 nee. Ich brauche jetzt
Hier. Einen Schmied brauche ich. So. Hier sind die nur noch in einem. Dann hier haben sie eine Full-Stack-Armee. Dann, wie, was ist hier? Alter! Oh, eine Full-Stack-Armee. Zwei, drei, vier Full-Stack-Armee. Okay, ich dachte, Pergamon wäre ziemlich heftig dran. Aber hier ist ja auch noch eine. Oder eine Dreiviertel. Alter. Wieso, Makedonien, wieso brauchst du mich? Du brauchst mich gar nicht. Das ist ja heftig. Einfach so fünf Fullstack-Armeen zu Hause haben. Vor allen Dingen, Makedonien ist ja richtig klein. Woher haben die ganzen Armeen? Weh, du hast was getötet. Ich warne dich. Aber in Norden Deutschlands sieht es gerade ganz gut aus, finde ich. Vielleicht wäre es euch möglich, und ich frage mit dem höchsten Respekt, uns etwas Geld zukommen zu lassen. Nö. Die sind doch sowieso schon tot. Ah, danke. Also, hast sie zwar nicht getötet, aber hey, der Gedanke zählt. Und würdet ihr die Sklaven mal bitte die Stadt einnehmen? Damit ich sie jetzt bekommen kann? Maybe? Ja, okay, mit welcher Armee? Das stimmt schon. Ach krass, und jetzt hat er die Antena zurückbekommen. Antea. Das wird ja noch spannend mit dem Osten hier. Mit der keltischen Konföderation, also die... Oh, okay, der schleicht sich hier unten rum. Wirtschaftliche Absichten, blühender Handel, Landwirtschaft und Rohmaterial. Je größer eure Herrschaftsgebiete werden, desto größer auch der Bedarf, eure Schatzkammern zu füllen. Welches der zahlreichen lukrativen Unterfangen, die euch zur Auswahl stehen, scheint das profitabelste zu sein? Ich handle ja nicht viel. Ich glaube, ich mache die Landwirtschaft. Rebellion bevorstehend. Dann gehe ich ja wieder zurück, oder? Wie sieht's hier aus? Okay, hier ist keine Armee. Ah, dann gehe ich mal zurück. Du, wenn du rausgehst, was passiert dann? Minus 1. Ja, dann warte ich auch mal eine Runde hier oben. Nee, du bist ein feindlicher General. Ach, das ist doch doof. So, hier unten. Das habe ich genau gesehen. Hey, ja. Na? Ich habe ich schon gesehen. 212. und Ebora-Untersuchung. So. Ich glaube, diesen Angriff werden wir auf das nächste Mal verschieben. Ich danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye. Ach, und bevor ich es vergesse, ich habe auf Wunsch von euch oder beziehungsweise von ein paar meiner Zuschauern
habe ich ein Tutorial in drei Videos aufgeteilt für Total War. Und das war halt, ja, das ist immer eine ziemlicher Aufwand. Und wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt oder halt die Basics und Taktiken und so, dann könnt ihr auf jeden Fall da vorbeischauen. Und ist auch einfach auf meine Channel. Und wenn, genau. Aber wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, dann wisst ihr eigentlich eh alles. Gut, also dann danke fürs Zuschauen. Habt noch einen tollen Tag und bis dann. Ciao. See ya. Sie müssen bestraft werden! Ja.